Hallo liebe Nerds, herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Ich danke euch für euren Support und fürs Anschauen von diesem Video. Ich werde mich mal an einer ganz neuen Herausforderung stellen. Ich werde mal versuchen, ein kurzes Video zu machen, aufzunehmen. Ja, ein netter Kommentar vom guten Harry. Liebe Grüße an den guten Harry nach Bayern. Wir gehen das Ganze mal kurz und knapp durch. Ich beschränke mich auf den unteren Teil. Schade finde ich allerdings, dass Way of the Hunter aktuell kein Thema mehr für dich ist, aber natürlich nachvollziehbar. Ja, das ist, wie gesagt, das hat man ja schon in etlichen Themen und Talks thematisiert. Mir fehlt da einfach die Motivation, weil ja, es ist einfach riesengroß. Es ist unfassbar viel, was man da so machen kann. Aber es ist halt einfach insofern inkonsequent, weil aufgrund von der schieren Größe bist du einfach nicht in der Lage, die Mechaniken, zumindest aus meiner Sicht, vernünftig anzugehen. Und wenn ich mir das, ich habe mir das jetzt auch gerade nochmal bei Steam angeguckt, war tatsächlich überrascht, dass das mittlerweile nur noch bei größtenteils positiv ist von Bewertungen. Ich dachte, hoppala, was ist denn da passiert? Das sah zu meiner Zeit aber noch anders aus, aber gut. Dann gucke ich hier alle DLCs, sind wir bei 95 Euro. Uff. Sie sind halt aus meiner Sicht exakt in die gleiche Falle getappt wie The Hunter Call of the Wild. Weil sie halt einfach DLC auf DLC auf DLC rausgehauen haben. Waffenpack, Kartenpack, Outfits und so weiter. Bitte mich an der Stelle nicht falsch zu verstehen. Ich habe nichts gegen DLC per se. Ich finde DLC super, weil ich kann mir dann mein Spiel so zusammenbauen, wie ich will. Wenn mir was gefällt, dann kaufe ich mir ein DLC. Wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich es bleiben. Also ich finde die grundsätzliche Idee finde ich super. Das Problem ist einfach nur, kein DLC ändert die Spielmechanik. Weil also auch wenn die Karten zumindest laut Reviews kleiner sind als die Originalkarten, was ja schon mal grundsätzlich ein Vorteil wäre, aber auch wenn die Karten kleiner sind, das sind halt einfach so riesengroß und durch die beschleunigten Mechaniken, wie sie halt in-game nun mal stattfinden müssen, damit da überhaupt irgendwas passiert, du hast halt keine realistische Chance, da irgendwie ja, vernünftiges, aus meiner Sicht vernünftiges Wildtiermanagement hinzubekommen. Und das ist ja das, was mich gestört hat. Also die Karten sind wunderschön und toll designt, die ganze Grafik und Lichtstimmung. Also es ist ein wundervoller Wandersimulator. Aber realistisch am Ende vom Tag, es ist und bleibt einfach eine Sisyphus-Arbeit. Wenn ich mich jetzt auf Bergschafe fokussieren würde und würde jetzt einfach mal sagen, ey komm, hier Twitch-Stream, lass uns doch mal ein Hegeprojekt für Bergschafe angehen. Ne? Oder was die dann da drin haben. Ne? Okay, lass uns mal so eine richtig krasse 5-Sterne-Herde hochziehen. Und da klotzen wir jetzt mal jeden Tag hier, keine Ahnung, jeden Tag 8 Stunden Stream, da klotzen wir mal richtig rein und gucken mal, wie wir das hinbekommen. Mit Raubtierbejagung und was nicht noch alles. Das bringt halt einfach nichts, weil die so schnell altern und so schnell wegsterben, dass du nicht hinterherkommst. Und dann bist du mal kurz irgendwo an einer anderen Stelle und machst irgendwas anderes und es vergehen eben 2, 3 Ingame-Tage und schwupp, ja, wenn du Pech hast, ist dir deine gesamte Herde wieder runtergestorben und die fangen alle wieder bei, ne, entsprechend weniger an. Und dann kannst du quasi mehr oder weniger wieder von vorne anfangen. Also das ist es halt einfach, was mich da so stört. Und auf der anderen Seite, es ist halt, ja, wieder genau, das hatten wir ja auch ein paar Mal, Wasser auf die Mühlen derer, was man eben ja, Jägern vorwirft, einfach nur irgendwas die ganze Zeit umzunieten, was da eben so vorbeiflattert oder läuft oder sonst was, ohne dass es einen größeren Sinn hat. Weil, ja, okay, du kannst dir den ganzen Shop leer kaufen, gibt jetzt auch Ankündigung, dass sie die Munitionstypen ändern. Aber auch da wieder sind halt nur die Munitionstypen. Ich habe mir das mal so kurz angeguckt, das, was sie so da bis jetzt gezeigt haben. Das macht jetzt aus meiner Sicht auch keinen so allzu riesengroßen Unterschied. Na? Aber gut, das bliebe zu über. Also, das wäre vielleicht so ein Punkt, wo ich mir sage: Ja, okay, da können wir nochmal reingucken, wenn sie das draußen haben. Aber die 3 Optionen oder 2 Optionen, die sie da dran haben, also das ist jetzt auch nicht so wirklich beeindruckend und es löst halt auch nicht das Problem mit den Mechaniken. Ne? Also da hätte ich mir gewünscht, aus meiner Sicht,
Gut, das wäre natürlich auch nochmal schwieriger geworden. Für Leute, die da eben nicht so in der Thematik drin sind, weil da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man da wirklich den Mut gehabt hätte, so den anfänglichen Ansatz von eben Realitätsnähe und so halt eben weiter durchzuziehen und zu sagen, okay, nee, wir versuchen das einfach mal, wir machen das eben kleiner und dann wird es eben ein bisschen herausfordernder. Aber ich denke, gerade der Start von Way After Hunter hat ja durchaus gezeigt, dass das durchaus ein Thema ist, was Leute interessiert. Deswegen habe ich dann halt irgendwie gesagt, ja, also warum? Weil ich habe aus meiner Sicht alles erklärt, alles gesagt, alles gezeigt. Und wenn Fragen sind, könntet ihr ja immer Videos schreiben. Dann können wir uns das ja nochmal en Detail angucken. Aber bis jetzt kam da nicht mehr viel. Und bin jetzt nicht so arrogant von mir zu behaupten, okay, ich habe das alles so perfekt erklärt, dass da keine Fragen mehr offen wären. Ne? Dann noch die Frage zum Thema Erben von Jagdwaffen, das ist halt auch wieder eine interessante Sache. Die aus deinem Beispiel 5 Flinten im Keller ordnungsgemäß verstaut und gelagert, die haben ja einen nicht unerheblichen Wert. An der Stelle, auch wenn ich dir den Zahn ungern ziehe, der Satz ist leider, fürchte ich, falsch formuliert, weil die haben nicht einen unerheblichen Wert, die hatten mal einen nicht unerheblichen Wert, fürchte ich. Ich weiß nicht, wie alt die Waffen sind, ich weiß nicht, in welchem Zustand die sind, das ist auch im Grunde auch völlig egal, aber einfach als Beispiel, guck dir mal an, als vergleichendes Beispiel, Gebrauchtwagen, na? Gebrauchtfahrzeuge und versus Neufahrzeuge. Guck mal, was ein Auto neu aus dem Katalog, aus dem Autohaus kostet. Dann klemmst du einmal Nummernschild an das Auto dran, wie viel Prozent an Wert das Auto nur durch diese Tätigkeit verliert, dass du eben ein Nummernschild da dran klebst, also sprich, es ist einmalig zugelassen. Dann guckst du dir an, was vom Wert, Neuwert von dem Fahrzeug übrig bleibt nach einem Jahr, nach 2 Jahren und nach 3 Jahren. Dann kannst du am Ende vom Tag fast froh sein, jetzt übertrieben und überspitzt formuliert, wenn du aus dem Baumarkt noch eine Schubkarre kaufen kannst, wenn du dein Auto verkaufst. Na? Jetzt mal ungeachtet davon, wie viele Kilometer du gefahren bist, aber das ist halt bei Waffen im Grunde genauso, beziehungsweise noch krasser. Stell dir einfach vor, und ich bin selber ein Mensch, der sich mit Autos überhaupt nicht auskennt, du gehst hin, kaufst gebraucht ein Auto, fährst auf die Landstraße, 80 km/h, juhu, alles toll, und dann merkst du, upsie, Bremse geht nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das sehe, ob da alles in Ordnung ist. Und wenn du am Anfang einmal auf die Bremse, natürlich trotzdem ein paar Mal auf die Bremse, ne? Einmal, zweimal, dreimal, wie auch immer, fährst erstmal langsam los, klar, logisch. Aber wenn dann auf einmal irgendwas dann kaputt geht, dann, ja, dann siehst du ziemlich alt aus, ne? Und bei Waffen ist das ja noch extremer. Ohne jetzt irgendjemandem irgendwas unterstellen zu wollen. Ich meine, wir alle kennen die Hühnerleitern, die da teilweise an den Hochsitz rangeschraubt werden. Du gehst da hoch, jetzt hat es geregnet, Gummistiefel, ne, Profilsohle Marke Arschiglatti, saust da runter und fällst auf den Rücken, Gewehr hast du über dem Rücken und du hast jetzt einen Lauf um, weiß ich nicht, sagen wir mal, 1 mm oder 2 verzogen. Das sieht kein Mensch. Wie auch. Ja, und klar, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Ich meine, bis sich das Metall um 1 mm verzieht, ne? Aber hey, Teufel ist ein Eichhörnchen. Und du siehst es nicht und du zielst auf den Rehbock und dann fällt plötzlich aber der Wanderer, von dem du nichts gesehen hast, 5 Meter rechts nebendran, der fällt plötzlich tot um. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann stehst du aber da. Und deswegen musst du halt gerade bei Waffen, vielleicht bin dann auch eher ich da Teil des Problems, weil also ich würde niemals privat eine Waffe kaufen und wenn, würde ich da vorher erstmal das Ding dann nochmal einen Gutachter in die Hand drücken und na, Gutachter oder eben Büchsenmacher. Und das sind halt Fachleute, die sich ihre Arbeitszeit durchaus bezahlen lassen, vollkommen zu Recht. Ich wüsste nicht, ob ich da jetzt sehen kann, ob damit alles in Ordnung ist. Ich meine, klar, ob das Ding sauber ist, das siehst du, aber wie es dann innen drin im Lauf aussieht, da wird es schon schwierig, ne? Wenn da hinten raus, je nachdem, was für ein Gewehrtyp das ist, wenn da hinten raus alles voll mit Rost ist, wenn das nicht extrem krass ist, dann siehst du das vielleicht gar nicht, dann siehst du da aber ziemlich alt aus, ne? Oder du hast dann irgendwelche feinen Haarrisse, was weiß ich, Kälte, Hitze, keine Ahnung.
Irgendwas, das, wie gesagt, muss ja nicht mal böswillig oder sowas sein, aber da ist irgendwas eben drin, weil das Ding, weil die Waffen eben schon ewig alt sind, zum Beispiel, oder sonst was. Und da eben Materialermüdung, gerade bei so extremen Beanspruchungen, bei einer Büchse zum Beispiel, die Züge innen drin, die sind eben nicht mehr, die müssen nochmal nachgezogen werden, damit das eben nochmal sauber läuft und so weiter. Also da kann so viel dran sein, was man überhaupt nicht sieht oder auf dem Schirm hat. Also muss ich das Ding erstmal zu einem Gutachter tragen. Der kostet Geld und nur dann, also ich gebe quasi Geld aus, um zu gucken, ob ich mir das überhaupt geben kann, diese Waffe zu kaufen. Und verglichen damit alternativ, ich gehe in irgendeinen Laden, Kette oder Büchsenmacher, was auch immer. Ich krieg, wenn ich jetzt nicht Gott weiß, was für Ansprüche habe, ich krieg ein fabrikneues Gewehr für unter 1000 Euro. Klar, das sind dann nicht die großen Marken, aber am Ende vom Tag, sind wir mal ehrlich, geradeaus schießen tun die Dinger alle. Treffen tut letztendlich die Montage und das Zielfernrohr. Da wird es teuer. Aber du kannst auch mit einem 800-Euro-Gewehr da aus, was weiß ich, was für eine Schmiede, kannst du ohne Probleme auf die Jagd gehen. Ich meine, es ist heutzutage, das muss man einfach so sagen, es ist technisch und aufgrund von den Prüfverfahren, der Materialqualität etc., ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit, ein schlechtes Gewehr zu produzieren. Dann klappert halt beim Nachladen der Verschluss ein bisschen oder sowas von mir aus. Okay, kann passieren, aber das ist ja nichts, was dich dann aktiv, effektiv irgendwie behindert oder so, weil du lädst ja eh nur erst danach, wenn du geschossen hast und das bisschen Geklapper, weil der Verschluss nicht hier aufs Mü genau ausgemessen ist, das interessiert dann keinen. Dann ist eh alles vorbei. Und insofern fürchte ich, dass du da eine ja, falsche Vorstellung vom Wert hast. Was Waffen angeht und gerade dann in dem Fall, darauf wird es ja zumindest, lese ich das aus dem Kommentar heraus, wird es ja auf einen Erbschaftsfall hinauslaufen. Gerade vor dem Hintergrund, dass du Erbwaffen hast, die du selber nicht nutzen kannst, das ist ja nochmal eine ganz andere, wie soll ich sagen, das ist ja nochmal eine ganz andere Drucksituation, wenn ich jetzt als Jäger, der Waffen hat, irgendwas verkaufe oder verkaufen möchte, dann kann ich sagen, gut, okay, der gibt mir nicht den Preis, den ich haben will, ja, macht nichts, dann warte ich halt nochmal. Dann steht das Ding eben noch ein Jahr länger in meinem Waffenschrank. Den Luxus hast du aber nicht, weil du bist ja nicht Besitz- und Aufbewahrungsberechtigt etc. Das heißt, du würdest, hast ja auch geschrieben, in deinem Fall würde es dann halt darauf hinauslaufen, du rufst halt dann eben bei der Polizei, bei der Behörde an, sagst hier, Erbwaffen, die kommen vorbei. Holen die Dinger mit, du kriegst dann entsprechend eine Quittung, klar, logisch. Das wird auch ein ganz normal, das wird auch ein faires Verfahren sein. Die verkaufen die dann auch für dich. Also das ist jetzt auch nicht, dass die den dann dem Ersten in die Hand drücken, der da sagt, hier 10 Euro. Also die sind schon bemüht, dann einen ansatzweise fairen Preis rauszuschlagen, aber am Ende vom Tag. Die ganzen Asservatenkammern, die sind voll bis unters Dach mit Erbwaffen, weil die, ja, am Ende vom Tag, wenn das jetzt nicht die super krassen, mega speziellen, handgehämmerten, ultra dekorierten, weiß der Kuckuck was, Spezialanfertigungen sind, die kauft kein Mensch, wenn das jetzt nicht irgendein besondere Stücke sind. Weil wozu? Du gehst so viel Unsicherheit ein. Und auf der anderen Seite kriegst du eine neue Waffe mit eben hier entsprechend Gewährleistung und so weiter und so weiter. Und eben aus entsprechenden Händen, weil, ne, wenn du jetzt neu kaufst, dann hast du halt den entsprechenden Händler in der Waffenbesitzkarte und nicht eben von privat. Das ist ja auch nochmal, gerade bei sowas so polarisierendem, ist das ja auch nochmal ein Faktor. Das war vor, ja, sagen wir mal so 70, 80, 100 Jahren, da war das noch ein ganz anderes Thema. Da war ja absolut gesehen, Waffen waren ja ein wahnsinnig, also zumindest private Jagdwaffen waren ja ein absolut teures und wahnsinnig finanzintensive Aktion. Deswegen hat man ja damals auch diese ganzen kombinierten Waffen, wie so Drillinge zum Beispiel, oder Bergstutzen und was es da alles gibt, hat man da halt genutzt und verwendet, weil man sich eben, ja, also wenn dann überhaupt nur eine Waffe leisten konnte. Und natürlich wurde die dann vererbt und natürlich hat man dann auch eine Erbwaffe genommen, klar, aber einfach weil es nicht anders ging.
Ne? Ich meine, Militärwaffen, die wurden halt industriell gefertigt, aber Jagdwaffen für solche Sperenzchen waren damals die Kapazitäten ja einfach gar nicht da. Beziehungsweise das kam halt alles erst später. Und selbst da, aufgrund von den ganzen Fertigungsverfahren, war es ja immer noch eine wahnsinnig, wahnsinnig teure Nummer. Und das ist heute halt eben einfach komplett anders. Das muss man ja auch sehen. Und deswegen, also früher, klar, da hat man auch entsprechend Geld verdient, da war dann auch der Sammelfaktor und so, aber heutzutage, ja, also das halte ich für sehr optimistisch. Ich drücke alle Daumen und an der Stelle noch den besten Rat, den ich dir geben kann, wenn es jetzt nicht komplett, na, ich meine, man sagt ja immer so, der eigene Tod kommt meistens ungelegen, wenn es jetzt nicht komplett erwartet und plötzlich kommt, das Beste, was passieren kann, ist halt, dass dein Vater in dem Fall, dass der die Waffen verkauft, solange er noch selber dazu in der Lage ist. Wenn sie es eben abzeichnet, dann sagt, ja, so langsam, ne, Knie und so, ne, die üblichen Verschleißerscheinungen, so langsam will ich nicht mehr, von seiner Warte aus verkauft, weil er kann sie halt eben, ja, im Zweifel kann er das halt wesentlich einfacher machen durch eben Transport und so weiter, dass es ein Notfall halt zum Büchsenmacher oder sowas bringt und dann noch ein bisschen was da rausholt, weil der hat dann noch ein bisschen mehr Ahnung in dem Fall. Aber dass du da jetzt die Riesenkohle damit machst, also so leid es mir tut, auch wenn ich in völliger Unkenntnis der Sachlage bin, den Zahn werde ich dir fürchtlich ziehen müssen. Das haben wir, also das haben wir alle erlebt, ne? Gerade hier Opa gestorben, Vater gestorben, ich habe jetzt die und die Gewehre. Super teuer, mega hochwertig, okay, guckst du in den Waffenschrank rein. Oh, okay, ja gut, das Ding hat dann mal vor, weiß ich nicht, 10 Jahren hat das halt mal einen Wahnsinnswert gehabt. Ja gut, aber das kriegst du heute besser und billiger, wenn ich es neu kaufe. Die Unterhaltung, die kennen wir alle und dann die betroppelten Gesichter. Wie gesagt, vorbehaltlich, du hast jetzt nicht irgendwelche ultra speziellen, seltenen Stücke dann da rumliegen, wird das fürchte ich nicht sehr, nicht so laufen, wie du dir das vorstellst, ne? Aber ja, das jetzt einfach mal so als kleines Update zu Way of the Hunter, zu dieser Frage. Ich hoffe, ich konnte helfen. Ich hoffe, das war nachvollziehbar, verständlich. Sorry, wenn ich da jetzt nicht so die super positiven Worte für dich habe. Wünsche natürlich deinem Vater ein langes, langes Leben und erfüllt und gesund, was man so eben wünschen kann. In diesem Sinne soll es das für dieses Video dann mal gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute. Lasst gerne ein paar Kommentare da oder wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.